Moin moin und herzlich willkommen, ihr lieben Freunde des Gemetzels. Und zwar heute geht's wieder weiter mit der Hexe und ihrem Rührstab, dem Kettenhauben-Biest, wollte ich gerade sagen. Und wir zocken jetzt einfach mal weiter, eine kleine Runde. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind hier im dritten Akt angelangt. Und was da alles so auf dich wartet, das erfährst du nach einem kurzen Intro. Also, bleib dran. Ja, da sind wir auch schon, das Labyrinth des Herrschers und der Liebe verfallen. Wir müssen einmal ins Krematorium gehen. Ich habe jetzt, das ist auch relativ früh, deswegen habe ich auch mal keine Kamera an. Wir laufen einfach mal hier lang, hier oben. Der dritte Akt ist ganz cool. Habe ich mit dem Barbaren, will ich immer sagen, aber mit dem Marodeur haben wir das schon gespielt oder ich habe das schon gespielt. Und ja, ich bin gespannt, wie das mit der Hexe jetzt hier laufen wird, aber ich glaube doch, wie aus den letzten Folgen ja ersichtlich gewesen ist, war das relativ, oh ne, da wollen wir nicht wieder zurück, war das ja relativ easy. Also knüppeln wir uns einfach mal hier ein bisschen durch die ganzen Monster alle durch. Aber zweimal, dreimal teleportieren, ein paar Skelette und der Rest platzen, klatsch. Und jetzt können wir weitermachen. Das ist ganz angenehm. Mal schauen, also ich freue mich immer, dass ich das hier weiterspielen kann, weil das macht wirklich echt viel Spaß. Und da ist ein Kanalisationsgitter, das ist abgeschlossen. Sind wir erstmal ins Krematorium runter. Ein Tresor wird bewacht. Jawohl, das knocken wir mal eben schnell weg. Und ein Mana-Fläschchen, da bin ich mal gespannt. So, ich nehme inzwischen auch nicht mehr alles mit. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht, wie ihr sehen könnt. Oh, das ist sogar richtig groß, das Mana-Fläschchen. Vielleicht finden wir da ein paar bessere. Hier muss ich mich noch ein bisschen durchwursteln. Kann man uns da durchteleportieren? Ne, will er nicht, ne? Doch, will er. Sehr schön. Ja, ist ganz früh im Morgens hier bei mir. Ich bin mal gespannt, wann du dir das Video anschaust. Prost erstmal. Kaffee habe ich auch mit am Start. Das ist ganz wichtig sowieso. Eine der morgendlichen Rituale. Die Kaffeetasse in der Hand. Mal ganz genüsslich dran geschlürft. Das muss einfach sein. Denn stellt euch mal eine Welt ohne Kaffee vor, ja? Wie grausam wäre das denn? Wie alles andere auch? Ja, dann wäre auch alles andere ziemlich grauselig. Das geht gar nicht. Also ich bin so ein wirklicher Kaffee-Junkie. Kann das wirklich von morgens bis abends trinken. Ich habe auch gar keine Probleme damit. Sag ich mal, einige haben ja Probleme mit dem Magen, wenn man zu viel Kaffee trinkt. Na, ein paar Skelette runter hier. Und da ist auch wieder so ein Schrein, den nehmen wir natürlich mit hier. Ghule haben wir auch dabei. Und den aktivieren wir jetzt mal. Perfekt. Wir kriegen bestimmt hier in diesem Akt auch wieder noch ein paar Spinnen oder so. So, Schädel braucht das Land. Und fertig. Da war der Schrein verbannt. Ja, ohne Kaffee geht's auf gar keinen Fall. Denn ich bin dann auch echt schlecht drauf, ne? Ich glaube aber, das ist mit jedem Genussmittel so. Wenn du davon nicht genügend hast, dann bist du schlecht drauf, wenn du das nicht kriegst. Ich habe das auch wirklich, also ich frühstücke ja morgens eher kaum. Aber Kaffee, das muss irgendwie schon sein. So, komm, hier noch ein paar Möpsis wegmachen. Unterstützung, Dreieinigkeit. Sogar mal eine Gemme gefallen. Das ist eher selten. Oh, Aaskönigin. Die finde ich auch irgendwie ganz schön eklig, ne? Umwandlungssphäre aktivieren. Zack. Ne, ohne Kaffee geht's gar nicht. Also, da muss immer irgendwie mit Kaffee mit dabei sein. So, Platz. Und der Schrein erledigt. Ich glaube, das waren 2 von 2 haben wir jetzt. Zuckende Blitze. Also frühstücken morgens halt nicht, aber so die Tasse Kaffee, die ist obligatorisch. Ohne die, kann's krummelig sein. Da wird man dann schon etwas grantig auch. So, kann ich hier lang? Ja, das sieht schon mal gut aus. Ne? Einmal hier rüber. Erstaunlicherweise, ich finde die Grafik ja voll toll eigentlich. Ich sag mal, das ist nicht das Neueste vom Neuesten, aber trotzdem macht es Spaß. Und da ist auch schon das Crematorium. Da gehen wir mal rein. Da gibt es, glaube ich, auch wieder einen Wegpunkt. Ja, perfekt. Aktiviert den ganzen Schnubbi. Und jetzt suchen wir uns mal hier so einen Weg durch. Ich glaube, das sind wieder mit Spinnen, ne? Hundertprozentig sind hier wieder Spinnen unterwegs. Ach nee, genau, die Feuer, Zunderelementar. Die waren da mit dabei. Die platzen übrigens auch, ne? Blutig, ein wenig. Ne, ohne Kaffee. Ohne Kaffee. Kaffee ist Leben. Gibt ja auch eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, so richtige Kaffeekultur. Ich habe auch mal gelesen, dass so ein
Also, ja, das ist klar, dass es Bücher über Kaffee gibt, ne? Aber auch, dass da so richtig geile Bücher über Kaffee gibt. So mit verschiedenen Kaffeesorten und Kaffeearten und wo das alles herkommt, wie das angebaut wird. Man macht sich ja, früher war das ja ein echtes Luxusgenussmittel. Heutzutage, ne? Gut, Kaffee ist nicht gerade günstig, aber das muss man irgendwie haben. So, oh, Prisma des Gemmenschneiders. Wer bist du? Gequälter Gotteslästerer. Ja, du bist tot. Und einmal das wegmachen. Ein paar Skelettis, Silberfläschchen, cool. Das nehme ich mit. Zunder Elementar der Flammen. Eine Aufwertungssphäre, die nehme ich auch mit. Das war's schon hier. Nix drin. Nö, nix drin. Ne? Und wo müssen wir lang? Da. Ach, hier haben wir wieder ein paar Schnubbis. Ach, da ist auch wieder eine Aszendentenprüfung. Cool. Da sind wir durch. Plattnerstück. Ja, nee, Kaffee, wie gesagt. Fange mal den Satz an mit Kaffee, ne? Wie gesagt, so, ne, Kaffee ist cool. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. So, da einmal. Prüge dich da mal durch die Aszendentenprüfung. Ach, oh, oh, da, genau, das war das hier. Da muss man schnell weg. Das Böse. Meine Skelette regeln das schon. Der Brenner. Die kriegen wir nicht auf, ne? Shit. Hebel. Ja, das ist jetzt machbar hier. Ist halt nur abwarten, dass wir uns da durch teleportieren können. Oder kann ich das auch so? Ja, kann man auch so durchlaufen. Ich habe keine Gule. Oh. Und einmal rüber hier. So, fertig das Ganze. Cool. Ja, dann haben wir das jetzt auch ready. Schluck Kaffee. Prost. Keine Gule. Kann ich hier noch... Ach shit, da hätte ich mir Gule beschwören können. Aber hier liegen doch bestimmt noch genug Leichen rum, ja. Komm. Macht der Gule. Das sind Chewbaccas übrigens. Ein paar zumindest davon. So. Mana tanken. Oh, Sphäre der Möglichkeiten. Ja, das kann man jetzt gar nicht richtig sehen, aber das ist nur Müll dahinter, außer die Identi-Rolle. So. Ach, die Kiste öffnen wir auch. Level up. Level 30 haben wir jetzt erreicht, ne? Ja, jetzt haben wir Level 30. Wollen wir was platzen lassen? Ja, können wir. Ne, Kaffee. Ich trinke das auch immer aus Bechern, also ist auch egal, wo man gerade ist. Man kann immer Kaffee trinken. Natürlich muss man auch, ich kenne das eigentlich auch fast gar nicht. Es gibt ja natürlich auch Teetrinker. Aber kennt ihr Teetrinker? Ich habe gehört, die soll es nur in Legenden geben. Riesiges Mana-Fläschchen, das nehme ich auch mit. Und Tribut habe ich sonst keins mehr. Nee. Ich habe mal gehört, dass es wohl auch Teetrinker geben soll. Hoppala. Ja, haben wir aufgefüllt. Perfekt. Kann man da weitergehen? Und da müssen wir auch da hinten hin, ne? Genau. Hier. Ah, jetzt gibt's Ärger hier. Oh, platzen lassen. Bumm. Irgendwas geht immer kaputt. Piety. 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 Klatsch. Die Arme, Alter, die wird voll zermöselt von meinen Ghoulen hier. So, das war's mit ihr, ne? Tormans Armband. Yes. Bring Tormans Armband zu Clarissa. Das war's schon, ne? Die hätte ja auch mal was droppen lassen können. Nicht nur so wenig da, das ist doch nix. Das ist ja gar nicht.
So, Identi-Rolle, Portal-Rolle. Das Lager von Zarn. So, Quests abgeben. Da ist wieder eine Prophezeiungsmodi. Prophezeiung ersuchen. Habe ich. Oh ja, jetzt wird es wieder interessant. Entflammbarkeit, Zauberwirkungsbereich, Dauerfluch, Verhexung. Verflucht alle, was ihren Feuerwiderstand verringert. Das, oh ja. Oh, da muss ich jetzt mal hart überlegen. Schwächen, dass sie weniger Schaden verursachen. Fesseln in der Zeit. Disziplin. Ein Energieschild, Reinheit der Elemente. Elementarwiderstände sammeln. Oh, bringt alle Kreaturen, die euch gehorchen, zu eurer Position und gewährt ihnen einen temporären Lebensregenerationseffekt. Oh, Boshaftigkeit, das ist auch nett. Ist ja fein. Verdammung. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Zaubert eine Aura, die euch und euren Verbündeten Boni auf Zauberschaden und die Chance auf kritische Treffer gewährt. Ich habe aber auch nicht mehr so viele Sockel frei, ne? So gar keinen. Wo man das jetzt mal genau nimmt. Aber trotzdem nehme ich das. Dankeschön. Jetzt müssen wir mit ihm hier wieder schnacken. Gegenstände verkaufen. Ich glaube, das kann weg. Herzipunkt. Danke. Dreieinigkeit ist auch ganz nett. Trifft aber nur den Flammensport. Glaubenseifer, das ist die Aura, die ich zaubern kann. Verbessert die Qualität einer Gemme. Die maximale Qualität ist 20%. Okay, cool. Die dreimal weg. Ich habe immer noch so ein voll gemülltes Inventar. Ansturm. Bringt mir das viel? Also das kann ich jetzt gar nicht machen. Das habe ich auch noch nicht so ganz raus, welche anderen Fläschchen da irgendwie besser, wichtiger sind. Ich probiere das einfach mal aus, deswegen, das bewahren wir auf. Mein Inventar ist schon halb zugemüllt hier. Weg damit. Da müsste man erstmal mit einem Kaffee drüber sinieren. Kann ich nicht, da ist kein Sockel drauf. Da habe ich, was habe ich da? Phantasma, ne, das muss so bleiben. Frostsport. Ich könnte den einen anderen, Flammensport könnte ich rausnehmen da. Wenn ich den rausnehme, kann ich eine Aura reinmachen. Die Aura, Glaubenseifer. Frostsport ist auch ganz nett, aber ich könnte halt den Frostsport rausnehmen. Frostsport und den Flammensport, weil da kann ich mich nämlich dreimal teleportieren. Muss ich das nur auf die Taste R setzen. T ist ja... Gut, T kann ich auch die Aura hinpacken. Rechte Maustaste wäre platzen. Das ist, glaube ich, noch viel angenehmer. Dann muss ich immer nur rechte Maustaste drücken. Ja, das testen wir mal aus, ne? Bei einem Kaffee. Prost! Kaffee ist heute das bestimmende Thema in diesem Video. Also ich trinke das auch immer, wenn ich am Raiden bin in WoW. Den Kanalisationsschlüssel, geil, den brauche ich, genau. Das ist ja gleich vor der Tür hier. Das ist Such nach dem Pfad der Gemling-Königin. Jo. Und schon wieder Hargan. Hargan hat was für uns zu tun. So. Ich weiß gar nicht, ob man die Identifikationsrollen... Bringt das was, wenn man die da reintut? Das kann da rein, das kommt weg. Prismatischen Kram. Ja, ich packe jetzt 40 Rollen mal weg. So viel brauche ich von dem Kram gar nicht. Die Karten kann ich wegtun. Die Münzen, die kriege ich auch nicht wieder neu. Verändert die Verbindung zwischen den... Ich glaube, wenn du wirklich auf Beutezug gehst, dann musst du gucken, dass du ein leeres Inventar hast. Gehen wir mal... Ach nee, das ist falsch. Wir sind da hinten einmal rum. Bin sehr gespannt, wie das im vierten Akt nachher alles ausschaut hier. Von dem Lager und so, ne?
Und ob man später auch das Ganze alles noch ausbauen kann, sein eigenes Lager. Und ob man dann nur in dem eigenen Lager rumhängt. Kannst du ja auch haben. So, genau da hinten müssen wir nämlich hin. Das ist der Gitter und Rinder in die Kanalisation. Hier sind wieder Spinnen dabei. I remember. Da. Ja, aber erstmal haben wir hier so ein paar seelenlose Biesters. Klatsch, sah das. Skelette. Skelette gehen immer. Und wenn man das einmal ein bisschen umgeändert hat. T für die Aura. So. Ach, ach du Heilige, dann habe ich nur ein halbes Mana. Na, ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Alter Schwede, aber es ist schneller aufgefüllt dann. Können wir platzen lassen hier. Gehen wir mal rum. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Oh, Verbindungssphäre. Und jetzt kann ich auch das andere ausprobieren. Ein Fläschchen. Ach, da bin ich nur schneller, ne? Eine Büste. Ach genau, die Büsten. Die Brüsten. So. Wart ihr mal in Rom? Das ist voll geil. Da gibt es so richtige Tempel voll mit Büsten. Also hier von den ganzen großen alten Römern da und Griechen und so. Findet einen Weg, die unüberwindbare Barriere zu überwinden. Jo, das genau, da müssen wir nämlich auch später hin. Wegpunkt, wichtig. Das finde ich gut. Jetzt haben wir hier nämlich tatsächlich einmal unüberwindbar und da müssen wir dann hinten lang schnubbeln nachher. Feuerne Schlund, oh ja, die hübschen. Mehr Skelette, mehr Schädel. Schädel und Skelette. Das ist, nee, das ist in Rom richtig geil. Und hier haben wir wieder, das sind laufende Ärsche, oder? Sind das laufende Ärsche? Die sehen zumindest so aus. So. Ich fange da mal so mit dem Hintern, ne? Und hier gibt es, genau, hier kommen nämlich gleich auch wieder Spinnen, glaube ich, aus dem Boden raus. Oh, Abschaumschlund, der Geifernde. Lock. Kein Mana mehr. Schrein aktivieren. Gib ihm. Das war's schon? Okay, das war's schon. Ja. Ja, da gibt es so ein Museum, auch in Rom, im Vatikan. Da ist so ein ganzes Regal voll mit diesen Büsten. Dass sie auch so arschalt sind, ne? Aber Stein, das hält ja nun auch ein paar Tage. So, habe noch keine Steine gesehen, die nach 40 Jahren zusammenbröseln. Lopp. Danke, Mann. Der hat jetzt lange gedauert. So, zack. Finsterer Fletcher, der Sadist. Finsterer Fletcher, der Sadist, getötet, Komma. Liegt ziemlich zermetzelt am Boden. Und da ist ein Kriegsgrad. Ich finde das interessant. Also, die haben auch. Mormana, ja. Die haben auch inzwischen ganz schön viele Trades, die Biester. Und zwar nicht gerade wenige. Teilweise. Und da geht's raus hier. Zum Marktplatz. Genau, das ist das. Betrete der Marktplatz. Und dann haben wir wieder irgendwelche komischen Primaten, Affen, Viecher, die uns ans Leder wollen. Aber hier sind wir richtig. Das ist gut. Das ist erstaunlich. Moin, gibt es eine Möglichkeit, ein Gem zu sagen, dass er automatisch aufleveln soll? Nee, ich glaube, dass diesen einen kleinen Klick, den kann wohl jeder selber noch machen, oder? Weiß ich ja nicht. Der Mod kann weggehen. Was ist dein Ziel? Den Klick müsste man selber machen. So. Ist ja auch nicht so schwierig, ne? Das dauert 3 Sekunden, ey. Lopp. Kannst du dazwischen Kaffeeschluck und Kaffeeschluck machen? Oh, das mit der Aura finde ich ein bisschen. Ich weiß. Hab jetzt nicht festgestellt, dass wir so unendlich krass stärker sind. Ich lasse das auch erstmal nochmal mit ein bisschen drin da, aber. Und zwar habe ich sowieso genug hier, ne? Da ist der Schrein. Das sind wieder bestimmt 3 Schreine. Na ja, komm, hier ein paar Monster rausschnibbeln, Sphäre der Möglichkeiten, jawohl. Oh, Alter, das ist so groß, dass du gar nicht sehen kannst, was da alles noch mit dabei ist. Hier, das ist ja krass. Weil Blitzschlag und das andere ist. Ach, das ist nur doppelt gemobbelt, ne? Das ist ein Bug oder so. So, ein paar Büsten. Büsten. Ich würde ja meinen Charakter auch mal büsten.
Zwei sind's. Enormes Mana-Fläschchen. Oh. Größer ist besser. Größer ist besser. Ich finde diese Geschichten auch ganz nett nebenbei. So, wo muss ich hin? Da können wir... Oh, wer ist der? Qualenskalb. Da war mein Energieschild im Weg. Achso, kein... Okay, wenn die Aura aus ist, dann haben wir wieder volles Mana. Also wir können sie auch bei Bedarf dann mal ausmachen. Aber da hat er einen Frosch im Hals heute Morgen, ey. Bei uns war ja, wir hatten da Schneesturm hier. Also, ne, das sollte Schneesturm kommen, sagen wir es mal so. Aber da war fast nichts, ne? Da war nur Sturm, kein Schneesturm. Also wir haben wirklich echt Glück gehabt hier oben im Norden. Aber das ist bei uns im Norden auch immer so. Entweder geht bei uns die Welt unter und im Rest der Republik scheint die Sonne. Oder im Rest der Republik geht die Welt unter und bei uns scheint die Sonne. So. Das ist in Schleswig-Holstein immer ganz witzig. Zack. Achso, jetzt habe ich die Aura wieder ausgemacht, ne? So. Oh, hier mal durchprügeln, mal gucken. Klar gesagt. Da war irgend so ein Ring irgendwo, ne? Ah, da ganz hinten. Nichts Dickes. Und da muss ich hin, alles klar. Jetzt haben wir gleich doppelt. Da kommen wir auch übrigens raus. Ne, er zeigt mir da hinten jetzt die Richtung an. Uraltes Notizbuch. Jetzt bin ich ja schon im Kreis gelaufen, ne? Da oben. Garantiert, so ein Mini-Durchgang ist das da. So ein Mini-Mini-Durchgang. Da ist halt. Guck mal da hinten. Da. Hier, sag ich doch. Guck mal, da stehen noch ein paar Statuen. Ach genau. Die Statuen. Das ist ein uralter Rollenspieltrick, ne? Statuen, die einfach zum Leben erwecken. Sich zum Leben erwecken, ne? Und Marzeus, der verunstaltete. Marzeus, der sehr tote jetzt. Nein, oh ja. Ist das besser? Klar ist das besser, oder? 1000? Ne, das ist schlechter. Gar nicht mitnehmen hier. Ja, das ist wirklich so ein uralter Rollenspieltrick. Das haben wir bei Diablo ein paar Mal schon mal gesehen und aber auch bei World of Warcraft. Und Wegpunkt, sehr nice. Die sind immer gut. Und da sind die Katakomben. Muss ich da hin? Reist zum Solaris-Tempel und in die Ebenenholzkaserne. Ebenholzkaserne. Da war er wieder, der Frosch. Latz. Starten wir das. So langsam kriege ich auch wieder ein paar Erfahrungspunkte hier. Und das war das. Lavaschild, oh, Klufttempo, Brothalt. Das war das, die Buggy Gamble. Ja, Lavaschilde mitnehmen. Flop. Flop. Ich glaube, wenn man das hier jetzt, sag ich mal, so eine ganze Liga auch immer durchprügeln will, ist das schon ganz sinnig, wenn man ein Bild hat, der super einfach zu spielen ist und womit man viel farmen kann. Für seine anderen Chars, ne? Ein bisschen Char-Boosting betreiben. Hier findest du ja wirklich an jeder Ecke Schund und Tand und Zeug und so. So eine Kaffee-Quest wäre geil. Die wäre richtig entspannt so. Schreckkauer, Todesschnabber, verzierte... Oh, verzierte Truhe. Ihr habt eine Geistweinkaraffe gefunden. Zeichen der Buße. Ich glaube, die hatte ich letztes Mal nicht gefunden, als ich mit dem Barbaren hier gespielt habe. Barbar, ja, Marodeuer, ne? Oh, oh, der Marodeuer ist in der Stadt, das wird aber teuer. Auch. Den kann ich mir auch vorstellen, dass man den schon mal gehört hat. So, der alte Jung. Der ist bestimmt Holländer, der Marodeur. Holländer sind, wenn die schimpfen, dann kann man sich echt den Bauch halten. Das ist immer ganz witzig. So. Brauchen wir wieder neue Zombies hier. Und wieder 5. Perfekt. Da muss ich hin jetzt. Die Kriegsfront. Die rechte Hand abtrennen. The Warfront. Ah ja, genau, jetzt weiß ich. Das mag ich gleich auch. Das ist auch geil gemacht. Hammerstatue.
brauche mehr Mana. Die Aura ist wieder aus. Ja, komm. Oh, ich will die Aura wieder anhaben. Da ist auch eine Kiste. Jetzt Gemetzel pur, ne? Noch mehr Gegner. Jawohl. Mehr Klassenkeile hier. Oh, Seitenpartien nehmen wir auch mit. Da ich ja schon ein paar einzigartige Gegenstände habe, finde ich das immer schwierig, daraus auszutauschen, bis man da äquivalenten Ersatz hat. Hier, hier, hier. Oh, da lang. Der Schädelparty hier. Portalrolle. Oh, da kommen jetzt. Die haben wir ein bisschen. Jetzt bewegt sich dort wenigstens der Balken mal, ja. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, wenn der sich denn da mal bewegt. Erfahrungspunkte sind sowieso gut, ne? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Oder ob man Level 100 ist, glaube ich, Maximalstufe. Ne, da wollte ich nicht rein. Ja, jetzt gehen wir da rein in den verwahrlosten Keller. Das ist auch immer gut, ne? Geh mal in den Keller, haben sie gesagt. Hol mal eine Flasche Wasser. Jawohl, Oma. Ja, jetzt fehlen nur noch die obligatorischen Spinnen hier unten. Oh, das geht aber eigentlich, ne? Wichtig ist, dass wir hier zur Sphäre kommen. Kann man sich ja einmal so durchknibbeln. Ja genau, zum Wahlgefäß meine ich. Brief der Wahl. Klatsch sagt das. Tong, kling. Kann ich erst benutzen, wenn ich die hier weggemacht habe? Ja. Rima. Oh, Rima macht Eisregen. Das ist aber gar nicht prima. Kupferkris. Portalrolle. Beschwörung. Zu viel Schrott im Inventar. Jawohl, Visarius. Weg damit. Die nehmen wir mit. Gewitterbeschwörung. Das ist sogar ganz interessant, ey. Die Frage wäre, was für eine Farbe ist denn das? Rot? Das sieht mir fast aus wie rot. Ja, das ist auch rot. Ja, davon mal ab, aber raus da aus dem Dings. Müssen wir gleich mal in die Stadt zurück, den ganzen Schrott verkaufen da. Sind doch schon mal 26 Minuten wieder. Ach ja, die Bettlaken hier. Oder die Vorhänge. Da, Flammenwaffe. Wache steht da. Das ist eher so. Oh, platzen. Ich wollte eigentlich Ghule wiederbeleben. Kannst aus dem Tuch mal so ein paar Ghule wieder rauspeitschen hier. Ohne Mana geht das auch nicht. So, jetzt haben wir wieder genug. Gib ihm. Warum lädst du mich ein? Oh, einfach eine Runde schnacken da. So. Frage ich mich auch gerade. Guten Morgen. Kaffee hilft da. Dann wären wir wieder beim Kaffee. Das ist immer ganz praktisch. Müdigkeit. Also, ich glaube, wenn man ganz lange auch keinen Kaffee mehr getrunken hat, dann wird dich das so weg umhauen, wenn man dann mal wieder Kaffee trinkt. Ja? Das wird dich deine Synapsen zerbrennen, zerstören und dich total wach machen. Die Frage ist, ob der Preis das dann wert ist. Nein, Kaffee zerstört natürlich keine Synapsen. Das wäre ja auch noch schöner. Dann wäre es gefährlich. Ein schöner Kaffee morgens, das muss sein. Also ich mag das gerne. Ich stehe nämlich immer um 4.20 Uhr auf. Da ist auch der nächste Wegpunkt. Komm mal, gehen wir mal in die Stadt. Das ist ganz praktisch. Das passt auch von der Zeit her. Fast 30 Minuten durch. Ja. Können wir mal verkaufen hier. Ja, das wird das komplizierter machen. Gegenstände verkaufen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man mega schnell identifizieren kann. Da haben wir ein paar Büsten. Ja, komm, den verkaufe ich. So, ein Heiltrank sollte eigentlich ausreichen. Wenn, dann finden wir garantiert noch wesentlich bessere. Und ich packe was in die Truhe. Das geht sonst nicht. Ich habe hier so viel Schrott. Und jedes Mal in der Stadt dann einmal abladen. So viel braucht man davon auch nicht. Oder so häufig brauche ich das gar nicht. Silbermünzen, die kann man noch mitnehmen. Scherbe der Alchemie, Prisma des Gemmenschneiders. So, guck mal, dann kann ich zumindest mal ein bisschen Kram mitnehmen. Portalrollen, die können wir gut mitgebrauchen. Das sind Gemmen. Gemme. Ja, dann geh doch zur Truhe. So, das passt auch. Klang. Also ein größeres Inventar, ne? Habe ich schon erwähnt, dass ich das voll toll finden würde. Wenn wir das dann mal wieder rausnehmen, dann kommt das in das zweite Fach hier. Weg damit.
Identifikationsrolle und das dahin. Die Münzen bewahren wir auch auf, das können wir verkaufen hier. Gehen wir mal zu Hargan. Hargan steht auf Amulette. Verkaufen. Sucht nach der dritten Platinbüste. Büste, Brüste. So, verkaufen. Gleich in die Kiste, gar nicht lange warten damit. Das muss weg, ne? Das will ich gar nicht da drin rumschimmeln haben. Gemmenkönigin. Jetzt muss ich mal gucken, was wir im nächsten Let's Play machen müssen. Also wir müssen auf jeden Fall da oben hoch. Da können wir auch noch hin. Das ist für die ein Quäntchen Hoffnung an den Docks für die Karaffe suchen. Die rechte Hand abtrennen. Victarius Geheimnisse, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Und wir haben 2 Skillpunkte. Die bewahre ich mir, glaube ich, aber erst einmal noch ein bisschen auf. Beziehungsweise, warte, überleg. Das ist Leben. Streifhieb, das ist was anderes. 30 überliefertes Wissen, das ist auch ganz knorke hier. Das ist gut, ich will nämlich gucken, was man da, das ist eine große Juwelenfassung. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Das kann ich euch so schon sagen. Erlösung. Bessere Kreaturen. Und zwar absolut bessere Kreaturen. Das ist schon ordentlich, ist das. Also bösartig ordentlich, ne? Unerschütterliche Haltung. Das ist mehr so Barbar inzwischen. Hier so ist so mehr so Barbar. Das ist ja Templer-Bereich. Ich glaube, der heißt Templer, ne? Kampfkondition. Megastab. Das ist für Leben erbarmungslos. Gucken wir da mal. Gerechter Erlass. Ich habe zuerst gerechter Hass gelesen. So, das ist natürlich auch so ein Ding. Schauen wir mal. Ich will das einmal aufmachen. Ich habe mir natürlich vorher mal ein bisschen was rausgesucht. Games and Stuff heißt das bei mir hier. Eröffnen. Dann gehen wir mal dahin. Genau, wir müssen nämlich hier unten 2 Felder einmal rüber. Weil jetzt bin ich da. Genau, das beides hier. Das sieht auch, wie das aussieht, ne? Wollen wir jetzt mal nicht erwähnen. Dann müssen wir nämlich hier rüber gehen. Und dann gehen wir nämlich hier hoch. 1, 2, 3. Und dann geht's da nochmal hin. Hingabe. Erhöhte Wirkung der Auren eurer Fertigkeiten. Fluchauren ausgenommen. Und mehr Leben. Das ist gut. Genau, das geht da um, ein bisschen um die Flüche. Nicht Flüche, hier um die Auren. Also Auren sollte man schon irgendwie ein bisschen mitnehmen. Und im nächsten Dings, denke ich mal, geht es dann dahin. Weil das ist auch ganz praktisch, dass man da ein bisschen stärker wird. Erstmal ein bisschen mehr Leben haben oder überleben können. Das Ganze, um dann eben halt später da ein runter zu knüppeln. Die Möpse zu knüppeln. So muss das sein. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und fürs Zuhören auch. Ja, wir machen im nächsten Let's Play mal weiter. Bis dahin, Weser meldet sich ab. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.